Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gyllt. Ja, wir haben das Rätsel mit dem Schlüssel gemacht in der letzten Folge und haben jetzt wieder wahrscheinlich massiv viele neue Gegner. Ich nehme das Ding hier auf jeden Fall noch mit. Hallo? Ich hab's zuerst gesehen. Ja, ich hab's zuerst gesehen. Jetzt bin ich nur gerade im Überlegen. Moment. Y war Heilung, genau. Das wäre ganz gut, weil das vergesse ich jedes Mal, wenn ich rausgehe. Und da bin ich immer panisch und denke immer, oh Gott, wie muss ich mich denn jetzt noch mal heilen? Bleibt er da stehen? Dann könnte ich den nämlich kaputt machen. Vielleicht. Wahrscheinlich eher nicht, ne? Ach so, Moment. Da ist... Wo bin ich denn jetzt? Da oben. Ach, das ist aber nur... Das ist nur, um sich zu verstecken. Theoretisch kann ich von da aus aber ihn ablenken bzw. weiterkrabbeln, nehme ich an, ne? So. Wir probieren es mal. Kann ich das von hier aus machen? Nee. Also ich gehe mal stark davon aus, ich hätte jetzt auch einfach an dem vorbeikrabbeln können, aber da ich absolut nicht weiß, was jetzt noch kommt, runter und dann links müssen wir gehen. Da müssen wir nämlich ganz nach unten zu Klassenzimmer 202. Weil er hier sich jetzt wahrscheinlich viel verändert hat. Da hinten steht einer. Da stehen zwei, oder? Wenn ich das... Ja, das sind zwei. Moment, was ist das denn? Ach so, das ist der Teil. Theoretischerweise könnte ich da durch. Aber da ist auch noch einer drin, ne? Und dann über das Labor quasi, also oben drüber zum ersten Stock rein. Ich bin mir nicht sicher, was besser ist, ehrlich gesagt. Nur der steht da wirklich so blöd. Ich meine, ich könnte mir noch was holen und die ablenken. Das würde theoretisch auch gehen. Moment, ich hole mir jetzt mal so eine Sache zum Werfen. Ich muss mal gucken, wie ich das am besten mache. Ob ich das jetzt tatsächlich so mache. Jetzt ist es gut, dass wir den hier nicht umgangen, also im Laufen haben. Weil ich jetzt nochmal so lockerflockig zurück kann. Das Problem wird nur sein. Ist da auch was drin? Nee, da ist nichts drin. Da müsste ich theoretisch, da würde ich auch reinkommen, ne? Wenn ich jetzt wüsste, ob der mich sieht, wenn ich da rumlaufe. Aber ich denke mal, dass der mich sehen wird. Ich gucke aber trotzdem mal eben, was hiermit ist. Ich gucke lieber nicht. Oh mein Gott. Oh. Okay, die Frage ist so. Aber der sieht mich, wenn ich direkt hier dran komme, oder? Nein, tut er nicht. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Aber was ist mit dem anderen? Der kommt nicht bis nach hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte mal, was ist denn? Links war aber nichts Besonderes so, ne? Wo muss ich denn da rum? Moment. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt direkt nach rechts rumkam oder ob ich über die... Nee, ich bin über die Toilette, glaube ich, rübergegangen. Also ich muss bis zum Ende...
sag mir bitte, dass der mich hier nicht sieht. Oh Gott, 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 oh Gott. Okay, ich habe das jetzt nur deswegen gemacht, weil ich mir ehrlich gesagt nicht sicher bin, ob mich da gleich irgendwas verfolgt. Wir könnten aber theoretisch direkt hier durch. Ich höre. Aber Herzklopfen. Warum höre ich Herzklopfen? Okay. Oh, ich weiß nicht, was heute mit meiner Stimme los ist. Also, wir müssten links rum und zum Ende hin. Theoretisch. Hier können wir nochmal was holen zum Werfen. Achso, das war das, wo der Vogel gewesen ist. Ich will nichts Falsches sagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das flackert einfach nur so, ne? Okay, dann könnten wir theoretisch rechts durchs Klassenzimmer, falls wir da abkürzen können. Was ich hoffe, wollte ich gerade sagen. War da noch einer? Nee, ne? Ach, das ist auch noch ein Vogel. Ach, du Schande. Oh, ich hasse diese Vögel, ich hasse diese Vögel. Der geht aber auch nur ganz kurz. Gut. Okay. Die Frage ist, sieht er mich? Und hätte ich die Möglichkeit, mich anzuschleichen, um den kaputt zu machen? Ich denke mal, dass der mich sehen wird, weil der so schnell sich rumdreht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dein Ernst jetzt? Das registriert so gar nicht. Ja, super. Also ich bin ganz ehrlich, ich versuche es lieber mal von der anderen Seite aus, aber ich hole mir noch mal kurz so ein neues Ding. Falls ich das irgendwo brauche, ich weiß es ja nicht. So. Erstmal tief durchatmen. Ich weiß nämlich nicht, was kommt. Okay, jetzt laufe ich hier schon links und rechts. Ich weiß nicht, ob die jetzt neu waren, die hier sitzen oder nicht. Ich meine, dass da vorher schon ein Vogel war. Wieso habe ich jetzt gerade einen Vogel gehört? Muss darum, ne? Das gefällt mir ehrlich gesagt gerade so gar nicht, dass hier alles so ruhig ist. Moment, muss ich nicht hier hin? Nee. Hä? Ach nein, ich komme nur von da. Och, nee, oder? Ich komme nur über das Klassenzimmer dahin. Oh, wollt ihr mich denn veräppeln? Oh, dann muss ich den ganzen Weg wieder zurückgehen. Ich traue mich nur ehrlich gesagt jetzt nicht wirklich zu gehen, weil ich nicht weiß, ob ich dann wieder andere auf mich aufmerksam mache. Ja, wie mache ich das denn? Das ist ja doof. Ich meine, das hier ist okay. Das Problem ist, ich weiß nicht, wenn ich da ganz hinten bin, ob der mich dann sieht oder nicht sieht. Ich habe keine Ahnung.
Boah, ist das dein Ernst? Wie war das bitte wegdrücken? Jetzt mach! Mädel, mach! Wieso kann die nichts mehr machen? Ja, super. Also, das hat ja wunderbar funktioniert. Oje, oje, oje. Ja. Das hat wunderbar funktioniert. Vielleicht sollten wir doch mal die Schleichaktion versuchen. Jetzt habe ich gerade... Wo bin ich denn jetzt? Moment. Da oben. Wieso sind hier die... Ach so, ja, da bin ich rausgekommen, genau. Ich nehme aber trotzdem mal vorsichtshalber ein so ein Ding mit. Keine Ahnung. Aber unsere Batterien sind jetzt komplett leer. Ist das jetzt euer Ernst? Oh, nee. Also, ich habe das Gefühl, man muss bei den Viechern genau treffen. Dass man diese Dinger da explodieren lassen muss. Diese komischen... Warzen, keine Ahnung. Diese Orangen. Also, dass man die dreimal treffen muss, sozusagen. Aber... Es hat irgendwie nicht so geklappt. Vor allen Dingen habe ich da noch Panik gehabt, weil der sich natürlich so schnell bewegt hat. Das Problem ist, sobald ich... Oh, eins habe ich noch. Sieht nützlich aus. Aber der sieht mich ja schon, wenn er sich umdreht, wenn ich da hinten bin. Wie soll ich das denn machen, bitte? Also ich kann mir jetzt nur vorstellen, dass ich den umbringen kann, aber... Das ist natürlich so eine Sache. Hm. Ich probiere es nochmal. Wenn nicht, muss ich halt sterben. Lauf, 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 nein, nein, nein. Oh, dann sterb halt, ganz ehrlich. Oder ich probiere das nochmal mit dem Zielen. Besiege ein Monster mit dem Strahl der Taschenlampe. Ja, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Moment, wir müssen auf die rechte Seite. Oh. Da ist sonst nichts. Okay, da müssen wir durch. Aber ich gucke trotzdem mal, ob wir hier vielleicht noch was einsammeln können oder so. Oh ja, oh ja. Wie war das? Y? Oh. Dann nehmen wir das noch mit. Oh. Aber ich will das nie wieder machen. Ich will in Zukunft einfach um die herumschleichen, nur dass es klar ist. Herausfinden, wo Emily sich versteckt. Klassenzimmer geradeaus und nach rechts bis hinten durch muss ich. Das ist wieder so ein... Das ist aus. Ey. Ich denke jedes Mal, dass da hinter mir jemand die Tür aufmacht oder zumacht. So, Moment. Hier ist Feuer. Wenn ich das anmache, wird hier wahrscheinlich Elektro sein, nehme ich mal an. Da muss ich durch. Oh, ich dachte gerade, ich habe was gesehen. Okay. War das an? Nee, oder? Anscheinend nicht. Aber hier sind zwei Feuer. Moment, das nehmen wir noch mit. Hallo. Nimm das mit. Oh Leute, ernsthaft. Sobald ich das A drücke, geht die dahin, nimmt es aber nicht mit. Was soll denn das? Hallo. Oh, das ist jetzt nicht euer Ernst.
Darunter kann ich auch nicht, nehme ich mal an, ne? Also, vielleicht will sie auch, dass ich als erstes die Feuer lösche. Ich habe keine Ahnung, warum ich das nicht mitnehmen darf. Aber ich kann ja bis hier vorne schon durchlaufen. Das irritiert mich hier ein bisschen. Die Frage ist jetzt, also ich bin davon ausgegangen, dass jetzt hier der Strom an... Aber hier ist gar kein Strom, ne? Moment. Eins der Ventile fehlt. Warum muss ich jetzt ein Ventil holen? Moment, wichtiges Objekt? Hab ich da was übersehen? Da hinten am Ende blinkte, glaube ich, was, ne? Ah! Die Frage ist... Da komme ich gar nicht hin, oder? Wie soll ich denn da... Oder komme ich hier rum? Ah! Okay, das habe ich noch nicht gesehen. Und schon wieder ist alles schwarz. Ich liebe es, wenn ich vom Spiel nichts sehe. Sieht aus, als würde es zu irgendeiner Maschine gehören. Ja. Das ist nützlich. Ne? Wir wissen sogar, zu welcher Maschine. Das Problem ist nur, ich sehe rein gar nichts gerade. Also das, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich bei dem Spiel ein bisschen blöd, dass es wirklich zu dunkel ist. Ach, da war das. Die meiste Zeit übersieht man schon ganz gut, was um sich herum passiert. Aber manchmal ist es wirklich so dunkel, weiß ich nicht. Da kann man dann gar nichts mehr mit anfangen. Nein, du sollst das machen. Nochmal? Nee, ich wollte gerade sagen. So. Gut. Können wir jetzt auch direkt hier durch. Es wäre schön, wenn ich das Teil jetzt endlich nehmen dürfte. Nein, ne? Warum ist es verpackt? Hast du zuerst gesehen? Dein Ernst? Ich durfte es nicht nehmen, weil ich am Hocken war und das Teil auf der Höhe meines Kopfes ist. Was ist denn das für eine Logik? So, Moment. Ja, müssen wir jetzt überhaupt hier rum? Eigentlich sollten wir ja... Naja, gut. Okay, dann gucken wir mal... Ist sie jetzt draußen? Anscheinend, ne? Emily? Achso, das kann ich wieder nicht mitnehmen, oder? Naja. Ups. Kreatur konfrontieren. Willst du mich verarschen? ich sollte das hier öffnen. Ich weiß aber jetzt gerade nicht. Es gibt keinen Weg hinaus. Ich will nicht lebendig verbrannt werden. Aber was kann ich gegen so ein Monster ausrichten? Spontan würde ich sagen, Feuer. Kein Feuer. Wasser, aber wir haben ja kein Wasser. Oh Gott. Ein Bossgegner. Ich will nicht mehr. Oh, da hinten ist was zum Heilen. Habe ich denn hier irgendwas, womit ich was gegen den ausrichten kann? Ach du Scheiße. Moment, eins, zwei, drei. Sind das Wasserrohre? Hallöchen. Oh, Wasser. Ich muss ihn zum Wasser locken. Nein, 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 komm hier hin. Komm, komm, komm hier hin. Schön hier hinkommen. Schön hier hinkommen. Oh, hör doch nicht los. Aua. Hallo. Guck, guck. Lauf. Lauf endlich, du blöde Kuh. Lauf.
Wie weit muss ich diesen Stick hier reindrücken? Die läuft nicht. Was ist das für ein Mist? Jetzt kann die laufen, oder was? Boah, ist das dein Ernst? Wieso läuft die nicht? Oder muss ich nur einmal... Ach, ich muss nur einmal den Stick da reindrücken, oder? Ich dachte, ich muss den permanent reindrücken. Kuckuck, hallo hier. Das war wohl ein bisschen zu nah dran. Lauf! Es ist noch zu früh zum Feiern. Emily braucht mich. Find ich auch. Sie muss im Auditorium sein. So, ich möchte jetzt gerne mit dem Spiel aufhören. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Moment, achso, ich bin im Labor. Auditorium, davon habe ich doch schon... Nee, audiovisuell habe ich gelesen. Achso, zum ersten Stock muss ich dann hoch. Ja, das habe ich ja schon mal versucht, das hat ja nicht geklappt. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Aber wir mussten uns nicht heilen. Allerdings habe ich, bin ich getroffen worden? Nicht, dass der hier nochmal raus... Oh, da hinten sind schon Vögel. Moment. Muss mich mal eben heilen, damit ich das überhaupt nehmen kann. Das wird nützlich sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, Moment. Wenn ich jetzt noch da gucke... Müsste ich theoretisch direkt hin, ne? Weil das ist ja... Da ist ja die Wand aufgerissen. Das Problem ist halt nur, hier sind Vögel... Oder zumindest ein Vogel. Moment, wo muss ich rum? Genau da, wo der Vogel steht, sozusagen, ne? Oder muss ich in die Mitte? Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Vogel ist da hinten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Moment. Also quasi da hinten durch die Doppeltür, oder? Wenn ich das richtig sehe. Aber da komme ich jetzt so nicht direkt hin. Da würde ich gar nicht hinkommen. und die eine... Ach so, die eine Tür, die war mit Feuer versperrt, ne? Würde ich denn da hinkommen, wenn ich... Nee, das Labor ist quasi nur von der einen... Nee, doch, da hinten war eine Tür, ne? Da komme ich aber auch nicht hin, wenn ich da... und da geht es nur runter. Das ist ja... Obwohl, Moment, da geht es runter. Nee, auf der anderen Seite kann ich aber auch nicht hoch, weil das ist auch versperrt. Ich muss doch nur durch diese Doppeltür gehen. Okay. Aber theoretisch... käme ich da hinten rum, oder? Die steht zwar jetzt wieder so scheiß im Weg. Und die sind auch wieder neu, so wie es aussieht. Aber wenn ich da geradeaus gehe, müsste ich normalerweise da hinkommen. Boah, wieso ist der jetzt hier schon zum dritten Mal oder so? Die Frage ist jetzt nur, wie komme ich jetzt an dem vorbei? Letztes Mal bin ich vorbei geschlichen, wenn ich mich richtig erinnere. Da konnte ich auch bis hier vorne gehen. Das probieren wir nochmal eben aus. Das geht noch. Aber ich kann mich auch nicht von hinten an den Rand schleichen und den kaputt machen, oder? Ich muss den mal ein bisschen beobachten hier.
das schaffe ich nicht. Das schaffe ich so schnell nicht. Oh, ist das Mist. Ist das Mist. Du siehst mich nicht. Hier ist alles versperrt. Du siehst mich nicht. Nein, du siehst mich Emily? Nicht. Emily? Scheiße. Ich sehe seinen Schnabel. Das Problem ist jetzt nur, hier ist alles versperrt. Ich komme hier gar nicht rum. Moment. Ja doch, da müsste ich eigentlich rum. Oh, das ist nicht gut. Soll ich denn... Da hinten kann ich auch nicht rum, oder? Ich müsste ja quasi einmal komplett... Ach, jetzt sag bloß, ich hätte nur nach links gemusst. Nee, oder? Du siehst mich nicht. Oh mein Gott, der sieht mich wirklich nicht. Oh Gott. Okay, ja, also theoretisch müsste ich einmal da durch. Komplett, glaube ich. Um dann wieder dahin zu... Moment, aber da bin ich doch... Das war ja das, wo ich vorher war. Dann könnte ich mir... Nee, den Inhalator kann ich mir wieder nicht schnappen. Aber... Ach nee, dann komm... Ich weiß nicht, ob ich da rauskomme. Doch, ich glaube, da war eine Öffnung, oder? Oder laufe ich jetzt tatsächlich nur im Kreis? Also, wenn wir im Kreis laufen, dann würde ich sagen, dass wir gleich mal einen Cut machen. Weil ich nämlich befürchte, dass ich dann wahrscheinlich noch öfter im Kreis laufen werde. Und wenn wir nicht im Kreis laufen, dann werden wir auch einen kleinen Cut machen, weil einfach die Zeit mittlerweile... Von der anderen Seite verschlossen. Nein! Ihr wollt mich doch wirklich verarschen. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Wie soll ich denn da sonst hinkommen? Oder soll ich gar nicht mehr... Soll ich jetzt anstatt in den ersten Stock... Nee, aber ich habe das so verstanden, ich soll durch die Doppeltür gehen. Oder soll ich tatsächlich da runtergehen? Och, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Ich meine mal wirklich. Wir kürzen das Ganze jetzt ein bisschen ab, weil ich hoffe inständig, dass hier jetzt nichts kommt, weil wir jetzt hier sowieso schon durchgelaufen sind. Aber das ist doch scheiße. Ich glaube, ich muss tatsächlich da die Treppen runter. Hier war jetzt nichts drin, aber dieser Kackvogel, der ist da vorne. Oh, der erwischt mich 100 pro, wenn ich jetzt zurückgehe. Aber wahrscheinlich muss ich gar nicht zurück, sondern die Treppen da runter, oder? Moment, wir warten mal ab. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du siehst mich nicht. Oh Gott. Hier kam ich übrigens doch durch, wollte ich nur mal erwähnt haben. Ach, wir sollten runter und dann zur... Nein, das ist nicht euer Ernst. Warum sagt ihr mir das denn nicht vorher? Dann wäre ich doch einen komplett anderen Weg gelaufen. Moment. Jetzt gehe ich erstmal hier rein. Guck, dass die Viecher mir nicht entgegenkommen. Links rum und durch den
hoffentlich nicht federbesetzten Gang. Und dann würde ich auch gleich gerne mal einen Cut machen. Wenn ich mir diesen Weg so ansehe, vielleicht auch vorher. Ich muss geradeaus und rechts. Sag mir bitte, dass jetzt nicht von allen Seiten kommen. Also da, wo es grün ist an der Tür, da muss ich hin. Da sind wir, glaube ich, von der anderen Seite das letzte Mal rübergelaufen. Kann das sein? Die Frage ist, sieht mich dieses Viech jetzt, wenn ich da... Ich hoffe doch nicht. Ich bin im Dunkeln. Du darfst mich eigentlich nicht sehen. Sehr gut. Und jetzt dreh dich um und geh in die andere Richtung. Dankeschön. Liebes Monster, braves Monster. Oh Gott. Gleiches Spiel hier, obwohl ich jetzt, glaube ich, geschafft habe, da durchzulaufen. Du darfst mich nicht sehen. So, braves Monster, dreh dich wieder um. Braves Monster, gutes Monster, lass mich die Tür bitte von dieser Seite öffnen. So, wir sind draußen. Wir haben zwar noch einen kleinen Weg, aber ich würde trotzdem sagen, anhand der Zeit, die mittlerweile ganz schön fortgeschritten ist, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.